3, 2, 1. Und ich glaube, wir sind live. Hallo. Hallo, ich Juhu. kriege wieder diesen Genau. schönen Demotivationschart hier zu sehen, dass man genau sehen kann, nach welchem Witz die Zuschauer abspringen. Sehr gut. Ah, so, wie geht's, wie steht's? Es ist das, ich glaube, das ist dieses allgemeine den Umständen entsprechend TM Corona. Ja, ich hab den Begriff Lockdown fein kennengelernt dafür. Der ist gut. Lockdown-Fan. So, müssen wir erstmal tun, Corona-Blues. was getan werden muss, nämlich überall schön die Werbetrommel rühren, nicht wahr? Bitte einmal auf allen Kanälen alles rausblasen. Wir müssen das ja hier. Okay, klick einfach auf den Retweet-Button dann, ne? Hätten wir eigentlich schon So. vorher machen können, vor dem Live gehen. Ja, nee, wir haben ja auch fleißig das rausposaunt im Laufe der Zeit. Das passt schon. Jetzt muss ich nur irgendwo dieses Ding in mal nicht geschortet herkriegen. Da. So. Was schreiben wir denn Schönes dazu? Jetzt live. Ein Ausrufezeichen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 11. Zack. Herzliches Hallo an den Tim, an den Christoph. Ah, okay. Es hat es auch geschrieben im Chat. Sehr cool. So. Schau. Jetzt habe ich den Tweet gelesen. Liebe Leute, schaut uns beim Twittern zu. Genau das, um das geht es jetzt in der Working Draft Cookie Bar. Das ist der Content, auf den das Volk scharf ist. Ganz genau. Definitiv. Okay, wie fangen wir denn an? Beim Lied, also wie gesagt, vielleicht haben wir wirklich das Problem, dass wir nicht richtig anfangen können ohne Jingle, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich denn jetzt herzaubern Also soll. ich würde erstmal anfangen, so wir haben ja gedacht, wir reden mal grob über den Bereich von irgendwie so Konferenz, und Remote-Konferenz. Und das Erste, was ich bei der Remote-Konferenz mache, ist erstmal irgendwie so die ersten 5 bis 10 Minuten irgendwie auf Zeit spielen, damit alle ankommen können. Das würde ich vielleicht hier so ähnlich machen. Das ändert sich aber nicht großartig jetzt im Vergleich zu einer realen Konferenz, nicht? Da sind auch die ersten 5 Minuten immer sehr, sehr unruhig und hektisch und Leute kommen und gehen, sind im Ja. falschen Raum, gehen wieder raus. Ja, was ganz schlimm ist, wäre ja auch, wenn jetzt einer, der die Hauptperson gerade spielen würde, dann sagt, wir müssen jetzt einmal aufstehen und den Nachbarn die Hand schütteln. Ach nee, das macht mir ja nichts, Corona. Aber irgendwie, ihr wisst schon, mal so Dehnübungen machen und so einen Kopf Ja, stretchen. Immer der so die beliebten Morgensport, ja. Sachen bei Konferenzen. Also, da gibt es ein Szenario, das war bei der Code.io in Linz vor, boah, keine Ahnung, 8 Jahren, mittlerweile 7, 8 Jahren. Da war genau so ein Typ dort und der hat gemeint: Hey, heute ist Samstagmorgen und normalerweise bin ich da im Fitnessstudio und deswegen müssen jetzt alle mit mir Übungen machen. Und tatsächlich, der ganze Raum hat mitgemacht und ich bin sehr zentriert in der Mitte von diesem Saal gesessen. Und du fandst das nicht optimal. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja, Ja, auch es nicht ist so ein großer schwierig. Fan. Ja. Mach das einmal online. Da schalte die Kamera aus. Haben wir ja schon den Vorteil von Remote-Konferenzen. Ja. Viel schlimmer als dieses, keine Ahnung, bewegt euch mal kurz, es geht ja dann in der Masse eh unter, fand ich aber tatsächlich dieses Socializen, wie begrüßt doch mal die Person, die in der Reihe vor dir sitzt und fragt doch mal so, machst du Frontend, machst du Backend? Nicht so, nein, ich möchte nicht. Ja, lass Das mich. ist unangenehm. Dann habe ich immer das Gefühl, wenn das jetzt eine ungerade Anzahl an Personen ist, dass das jetzt für den hier aufgerufen wird. Das ist wie im Zirkus, da darf man auch nicht die Karten, also darf man sich keinen Sitzplatz in der ersten Reihe holen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Also hier in Roncalli oder so nicht machen. Zweite Reihe ist okay, erste Reihe nicht gut. Aber Spricht jemand aus Steffi, Erfahrung? jetzt können wir dich natürlich nicht hier von dem Haken lassen, ohne dass du genau erzählst, was dir da passiert ist. Ja, nee, ich saß da nicht, glücklicherweise. Aber ja, die Clowns, die picken sich natürlich irgendwie Leute in der ersten Reihe aus oder die hinten sitzen, aber quasi direkt hinter dem Gang, der dann nochmal so durch die Reihen geht. Ah, ja, das ist ganz gefährlich. Dann ist nämlich auch noch irgendwie, wenn es gefilmt wird, für so ein Kamerateam Platz, das dann so um die Ecke kommt und dich so
Naja, ganz gefährlich. Genau, und die in der ersten Reihe, die werden halt dann auch gerne so in die Manege dann aufgefordert und dann müssen die da, und du bist halt da wirklich der Depp vom Dienst. Also die werden ja auch immer total abgefeiert von allen, aber es ist halt schon so, dafür hatte ich jetzt kein Ticket geholt eigentlich. Stellt euch das mal bei Dev-Konferenzen vor, irgendjemand auf die Bühne ziehen und wir machen jetzt mal ein bisschen Live-Coding. Ja, oh Gott. Jetzt bring nicht Leute auf Ideen, nicht? Weil Ich habe die Idee da schon. schauen ja Kinder zu, ne? Das ist ja nicht. Nein, also ich glaube, das ist schon sportlich und das kann man machen, wenn es halt so auf freiwilliger Basis ist. So. Also, jetzt nicht, vielleicht Live-Coding ist vielleicht ein bisschen viel, aber hier mache ich so, also habe ich dieses eine Mal, wo ich prä-Corona meinen Performance-Workshop gemacht, schon gesagt, so, hier der Code, mal doch mal jemand ans Flipchart, was du glaubst, was da für ein Flamechart rauskommt. So zum Beispiel. Okay, ja, Und das geht ja. ne, das kann man halt eben mal bringen und vor allen Dingen hat man halt eben da auch einen Notausgang, wenn da keiner will, dann macht man es halt eben selber oder so. Oder leitet das halt eben so an. Ich mache mal erstmal den Strich. Was meint ihr, kommt als nächstes? Und dann geht das schon so. Aber so mit dem Clown in der Manege, Ja, kommt da auch mal so ein bisschen drauf an, wie man so drauf ist, ne? Also wenn man so, wenn man jemand ist. Also ich bin jetzt so jemand, wenn ich Geburtstag habe, muss ich das jetzt nicht irgendwie exaltiert feiern. Also das ist so, ja, ich habe Geburtstag und so und ist cool, aber reicht auch. So, jetzt können wir was anderes machen. Genau. Und wenn du So. dann, wenn die dann, wenn man dann so in den Mittelpunkt gerückt wird und eigentlich nicht so der Typ dafür ist, dann ist es halt. Und vielleicht sind ja auch Programmiererinnen und Programmierer, wie wir es sind, auch eher nicht so extrovertierte Menschen. Ich wollte gerade fragen, Vanessa, von deiner Geschichte mit begrüßt die Leute vor dir, hinter dir. War das eine Entwicklerkonferenz oder irgendwie so ein Ja. Business-Krempel? Nee, das war bei der Frontend Developer Love 2017, hat es irgendein, ich weiß nicht mehr, wer es war, weiß nicht mehr, wer da den Talk gegeben hat, aber irgendjemand hat das gemacht. Ich glaube, nee, warte mal. Könnte auch sein, dass ich es verwechsel, und zwar vor allem mit der einen Konferenz in München. Die findet in einem Saal statt, wo man anscheinend kein Internet hatte. Die hatten das nicht hinbekommen, die Wi-Fi-Router gescheit aufzuhängen. Und da sitzen also wirklich sehr, sehr viele Developer drinnen ohne Internet. Das könnte irgendwas mit UX gewesen sein oder eine Dahorn war es, glaube ich, nicht. Irgendeine UX-Konferenz. Und dann hieß es so: Ja, also Wi-Fi ist heute, begrüßt mal die Leute neben euch per Handschütteln. Aber habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal auf Konferenzen gehabt. Ich weiß zwar nicht mehr, welche das waren, aber kommt immer mal wieder vor. Ist ja, ist im Endeffekt auch nicht schlimm. Ich weiß noch nicht, also hast du dann mit den Leuten, die du ja kennengelernt hast, danach noch socialized im Anschluss? Also war das irgendwie Nee, fruchtvoll? es ist halt immer socially awkward in der Sekunde, weil meistens sind die Instructions nicht clear genug, weil es heißt, schaut mal nach vorne und nach hinten und dann weiß Ja. man ja schon gar nicht, wo man anfangen soll. Und dann Ja. findet sich das irgendwie immer nur immer so irgendwie zusammen. Sind in der Pause viel, also da ist es viel sinnvoller, wenn man irgendwie sagt, man hat draußen irgendwie Thementischchen aufgestellt. Also irgendwie hier gibt es eine Vite-Ecke. Hier gibt es eine Storyblock-Ecke, hier gibt es eine TypeScript-Ecke und jeder, der irgendwie interessiert mit dem Thema, es stellt sich halt irgendwie da so hin und dann kann man ja miteinander reden, aber nicht immer so mitten im Saal. Das ist cool, das habe ich nämlich einmal auf einer Konferenz erlebt, dieses Thementischchen-Ding. Und da war ich habe den einzigen CSS-Vortrag gehalten auf dieser Konferenz. Die restlichen Vorträge waren alle so Richtung JavaScript-Frameworks und hin und her. Und dann war ich, glaube ich, mit der Ruth John gemeinsam am HTML5 und CSS-Tisch für diese eine Stunde. Und wir, also wenn wir ja eingeladen waren, dass wir da ein bisschen so moderieren und solche Sachen oder heute halt Gesprächsanstoß geben und so Dinge. Und wir waren die ganze Stunde alleine. Also beim Vue-Tisch, da war es rappelvoll, beim Angular-Tisch war es rappelvoll, aber wir so beim HTML5 und CSS-Tisch, wir beide alleine, wir haben uns noch ein bisschen was zum Trinken geholt und haben die Stunde recht gefeiert, aber hey, da war halt, war im Grunde auch ein bisschen socialize, nicht? Aber glaube ich nicht so, wie es geplant war. Wir haben im Chat gerade vom Tim was sehr Kluges gesagt bekommen. Das stimmt total. Bei Workshops, das Begrüßen von Nachbarn ist definitiv praktisch. Wahrscheinlich ist es da mehr socially awkward, wenn man die ganze Zeit überhaupt nicht mit den Nachbarmenschen spricht.
Das ging mir ja teilweise aber schon auch so. Da war mal auch so die Sache, wenn ich so die einzige Frau im Raum bin, hat man irgendwie das Gefühl, man ist da sowieso immer so ein Einhörnchen und die Leute trauen sich dann nicht. Also die Leute sind dann zu nett, weil sie schon gar nicht wissen, wie sie jetzt mit der Situation umgehen sollen. Und es ist auch mal ein bisschen komisch, gerade wenn man bei so Workshops, es gibt ja Leute, die gehen halt einfach als Team dann irgendwo rein, zu zweit oder zu dritt. Aber manchmal sagst du halt, gut, du bist halt gerade die einzige Person, die jetzt voll Bock auf HTML und CSS hat, weil es ja eigentlich doch recht cool ist. Und dann geht man alleine in den Raum, wenn man da keinen kennt. So da vorstellen finde ich auch cool. Ja, ich finde bei Workshops, also ist mir aber immer so gegangen, dass ich dann auch, also es hat sich dann eher ergeben, dass man dann auch mit seinen Nachbarn ins Gespräch kommt, weil man ja auch so ein bisschen, also man hat halt nicht so Frontalunterricht, sondern man hat ja auch immer Zeit, dann selber auf irgendwas rumzuarbeiten und zu denken und dann schnappt man was auf von der Seite und dann fällt einem was dazu ein, dann und so, genau, fängt man an, miteinander sich zu unterhalten über die Dinge. Ich finde, bei einer Konferenz ist es halt immer so ein bisschen wie mit Freunden ins Kino gehen. Wenn man dann nicht noch was danach macht zusammen, dann hat man nur so nebeneinander gesessen und zusammen was rezipiert, aber hat sich ja gar nicht ausgetauscht. So. Weil man auch eben im Film geht es halt nicht und. Das ist eigentlich spannend, dass wir jetzt sehr viel über das Socializen reden, weil wir haben uns heute ein bisschen so vorgenommen, über Online-Konferenzen zu reden, weil da haben wir jetzt doch ich glaube, jeder von uns schon ein bisschen was gesehen und gehört. Wir hatten ja ein Jahr Zeit, dass wir uns an Online-Konferenzen und Online-Meetups gewöhnen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der mir total fehlt bei den Events, die ich bis jetzt besucht habe oder teilgenommen habe oder gesprochen habe. Also es wird zwar versucht, so Austauschkonzepte zu machen, also Chats zu fördern oder Discord-Voice-Chats zu fördern oder Slack-Räume, die stark befüllt werden. Aber dieses, was der diese spontane Treffen, Ratschen, Weitergehen, das geht halt überhaupt nicht, nicht? Und die Konsumation vom Online-Event ist bei mir komplett anders, als wie wenn ich jetzt sage, ich bin am Tag beim realen In-Person-Event. Weit weniger anstrengend, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber halt rennt eher so nebenbei. Also ich war bei noch keinem Online-Event, wo ich wirklich zu 100% der Zeit darauf fokussiert war. Das kann Ja, ja auch aber ein Vorteil sein, ne? ich wollte Also es ich gerade sagen, ne? glaube, ja. Ich finde das gut, dass man, also man kann, oder bei so klassischen Konferenzen ist, also die stellen mich halt auch immer vor so Herausforderungen. Zum einen, man muss erstmal gucken, dass man das mit seinem Projekt irgendwie gemanagt kriegt, dass man da in der Zeit 3 Tage weg ist. Und natürlich ist es dann immer ganz besonders schlecht. Also das ist ja eh so. Du meinst rheinischer Post-Lounge bei der Beyond Tellerrand und solche Sachen? Ja, genau, Ja, sowas. kann Und mich ein bisschen aber erinnern. ja, genau. Aber also grundsätzlich ist das immer schlecht. So. Und dann, und wenn man dann Familie hat, das wird dir, du kennst das jetzt ja auch schon, dann ist das nochmal so ein bisschen mehr so ein so am Abgrund entlang gehen, so und zu versuchen, irgendwie nicht zu lange weg zu sein, aber eben so lange doch weg zu sein, wie dass man irgendwie was davon hat. Und also mich stresst das schon immer. Wenn ich dann da bin, ist das cool und ich freue mich und das war dann auch alles mega. Aber so, das ist sehr anstrengend und geht auch ins Geld. Und diese ganzen Sachen, also es ist schon zugänglicher. Man schaltet sich einfach auf und hat vielleicht, dann mutet man sich, hat vielleicht noch ein Kind, das rumhüpft. Also man kann das einfach so ein bisschen besser in den Tag einbauen. Dafür ist man vielleicht nicht zu 100% fokussiert. Aber ich glaube, das ist okay. Aber ich meine, das ist ja das gleiche Konsumschema, das du letztlich ja auch an den Tag legen kannst, wenn es darum geht, im Nachgang dir Videoaufzeichnungen anzuschauen. Ja, würde auch gehen. Ja, es ist halt nur, ich glaube, durch diesen Live-Charakter, also man kennt das ja so, weiß nicht, die Leute, die früher noch mit VHS-Kassetten Dinge aufgenommen haben, so live. Hat man sich da vorgesetzt und die Sachen geguckt. Und wenn man die aber aufgenommen hat auf Kassette,
weil man die nochmal gucken wollte irgendwann, weil man die nicht live gesehen hat, dann hat man es irgendwie nicht mehr gemacht. Einen großen Vorteil gibt es schon, wenn man quasi sich die Live anschaut, weil es ja doch, glaube ich, schon üblich ist, dass es die Q&A-Section danach gibt. Und je nachdem, mit welchem Tool man das gelöst hat, dass man entweder den Chat schon vorher einfach vollballert mit Fragen und die Organisatoren und Organisatorinnen sammeln die Fragen und machen das dann quasi, übermitteln die Fragen. Oder sie haben halt irgendwelche Videotools, wo es dann einen anderen Raum gibt. Und anstatt dann beim nächsten Talk zuzuhören, geht man da rüber mit zu den Speakern und hat dann quasi so ein Zoom, whatever, irgendwas, Videochat, wo man sich dann noch 1 bis 2 Stunden unterhalten kann. Und das ist ja eigentlich so ein großer Mehrwert davon. Ja, da habe ich ein paar unterschiedliche Events erlebt, die das, finde ich, sehr, sehr gut gelöst haben. Also ein paar waren spannend. Ich war jetzt vor kurzem bei der NDC London als Sprecher und die haben wirklich versucht, die gesamte Infrastruktur einer In-Person-Konferenz digital abzubilden. Also mit einem Hallway-Track-Channel im Slack und mit unterschiedlichen Trackräumen und mit einer Speakers-Lounge-Raum, also vor dem Floorplan einer echten Konferenz auf Slack übertragen. Dann auch nur einen, ich glaube, es war Cisco Webex-Channel für jeden Track, den du wirklich auch so quasi hast, so reingehen und rausgehen gehabt, wenn du Track gewechselt hast. Und das Spannende war, sie haben die Teilnehmer gebeten, dass sie bitte die Webcams einschalten. Was sie sehr interessant gefunden haben, weil sie wollten, dass die Sprecher das Gefühl bekommen, dass wirklich ein Publikum da ist, mit dem man redet, dass man die Mimiken sieht, wenn ein Witz gemacht wird und solche Dinge nicht, was für mich total irrelevant war, weil ich sowieso auf Fullscreen war und total auf meinen Code fokussiert. Aber tatsächlich, wenn du eine Slideshow gehabt hättest oder so, hättest du Leute gesehen, die zumindest mit den Mimiken irgendwie auf die interagieren oder reagieren. Und genauso die nachher Sprechmakel gekriegt haben, wenn sie eine Frage gehabt haben, haben wirklich die persönlich diese Frage gestellt und nicht der Moderator. Und das habe ich sehr interessant gefunden. Also das war, also jede Konferenz versucht irgendwie anders, dieses Virtuelle zu bewerkstelligen, aber die haben wirklich versucht, exakt den Plan, den sie für eine In-Person-Konferenz haben, auf das Digitale zu machen, inklusive Pub-Quiz, inklusive Party. Und also es war kurios. Warst du denn erfolgreich? Das kann ich nicht sagen, weil ich war die meiste Zeit nicht da, weil ich habe die Kinder gehabt, ne? Aber ich hab doch ein paar Sachen versucht und mir angeschaut. Du musst halt, also das Ding ist, solche Sachen fallen dir leichter, glaube ich, wenn du fokussiert dann vor Ort bist, ne? Wenn ich jetzt nicht gerade selbst vortrage, sondern mir Konferenz live über Cisco Webex oder YouTube oder was auch immer anschaue, werde ich abgelenkt. Alleine nur durch die Möglichkeit, ein Browserfenster auf dem zweiten Bildschirm zu haben. Das lenkt mich schon genug ab, als dass ich mich wirklich zu 100% konzentrieren kann. Und von dem her glaube ich, dass für die gewissen Leute funktioniert hat, vor allem für die Leute, die sich wirklich komplett darauf fokussieren haben können. Aber für mich war es halt, ja, also ich war halt immer sporadisch da, sporadisch wieder nicht. Und bin halt, also ich habe nicht den Zeitplan der Konferenz jetzt genutzt, um meine Sachen zu planen, sondern habe den Zeitplan der Familie genutzt, um meine Sachen zu planen. Und das hat sich halt nicht ganz verheiraten lassen. Aber ja. Das Schöne war das, während dem Vortrag selber habe ich schon das Gefühl gehabt, dass Leute interessiert waren, interagieren wollten, reagieren wollten. Es war bei weitem nicht so populär auf Twitter und Konsorten, sondern eher viel mehr in Cisco Webex und im Slack und solche Sachen. Da sind doch einige da gewesen, die noch mit mir das Gespräch, das Virtuelle gesucht haben. Aber so Und das ist Feedback viel einfacher, Memes zu währenddessen, lernen. Nicht? Bitte? ist aber immer noch schwierig, ne? Ja, das war auch nicht möglich, glaube ich. Ich glaube, es waren nur die Mikros dann offen zu dem Zeitpunkt, wo der Vortrag vorbei war. Genau. Es gibt natürlich dieses Raise-Hand-Feature, ne? Aber da tue ich immer sehr schwer, dass ich am Vortrag manage und gleichzeitig das Tool manage. Vor allem, ich habe Cisco Webex da zum ersten Mal verwendet. Ich hätte jetzt nicht sagen können, wie das da funktioniert. Es ist nicht wie Zoom, das ich täglich verwende. Und von dem her hätte ich das gar nicht gecheckt, glaube ich, wenn da irgendeine Frage gewesen war. Technisch möglich, aber ich glaube, in der Moderation nicht gewollt. Also, weil ich frage diese ganzen Sachen, weil ich so auf der Suche bin nach dem, das haben ja so ein paar Leute zu Beginn dieses ganzen Virusgebimsels mal gesagt, jetzt ist alles anders und
wir werden jetzt in vielerlei Hinsicht das Rad nicht zurückdrehen. Und ich suche jetzt sozusagen nach dem Vorteil der Online-Konferenz. Ich habe so bei Workshops in Firmen, da habe ich meinen Vorteil gefunden, wo man jetzt mit Online was besser machen kann, was sonst so nicht geht. Aber bei so Konferenzen, wenn ich mir da so, gerade wenn es halt so ein Talk ist, ich meine, Workshop geht dann auch noch so irgendwie, wobei, ne, wie gesagt, das ist auch schwierig, aber gerade so Talk, wo man halt irgendwie dann auch vielleicht mal so währenddessen nachjustieren möchte, so Geschwindigkeit, steige ich auf dieses Detail noch ein, sollte ich die Witzfrequenz gleich lassen oder vielleicht absenken, das fehlt halt völlig. Und wenn es halt gerade so ein Talk ist, mit Live-Coding oder sei es mit irgendwelchen Slides, da wird halt einfach so der Content-Dump vollzogen. Und dann kommt hinterher vielleicht mal ein Feedback, aber das ist schon, da suche ich jetzt noch sozusagen nach dem Optimum. Und dann kommen halt eben noch technische Probleme on top, die sich gegebenenfalls manifestieren. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen ein anderes Format finden, als wie die Standard-Slideshow oder den Live-Coding-Ansatz. Ich habe das vor kurzem die Contributing Today Edition für Rust gehostet bzw. moderiert mit einem Kollegen, und die machen gar keine Slideshow-Vorträge, sondern die haben Panel-Diskussionen und Pair-Programming-Sessions, wenn man so will. Also am besten sind die Panel-Diskussionen, wo sie halt zum Beispiel in Guido van Rossum von Python einladen oder die Rust-Crew von Microsoft oder das TypeScript-Team zum Beispiel. Das war erst gestern. Und zwei Moderatoren involvieren die in Fragen und dann kommen noch Fragen vom Discord-Chat dazu, die mit eingebunden werden und solche Sachen. Nicht? Und so entsteht ein recht interaktives Gespräch und das lebt vor allem vom Involvement des Publikums. Ne? Und das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Unterschied. Das gesamte Format baut darauf auf, dass ein Publikum vorhanden ist, das Fragen stellt. Und die sind halt, ist zwar geschrieben, nicht? Und geschrieben und moderiert, aber doch spannend und interessant zu sehen, ob die Frage nachher aufgenommen wird und gestellt wird und wie sie beantwortet wird. Und zweiter Teil war dann zum Beispiel, habe ich sehr interessant gefunden, so ein Codebase-Review. Da ist so ein Migrationsthema gegangen von JavaScript auf TypeScript. Und was die Lili da gemacht hat, ist halt in der Open-Source-Codebase herumgewandert und hat mit der anderen Moderatorin ein paar Codestücke diskutiert und erklärt, was da gemacht haben. Und dann sind auch wieder Fragen vom Publikum gekommen und sie haben es gemeinsam besprochen. Also das war halt konkret darauf abgezielt, dass Leute mit dabei waren, die das mitgestalten. Und das ist, glaube ich, was online besonders gut funktionieren kann, weil du halt, weil die Barriere zum Fragen stellen und die Barriere zum Involvieren viel, viel geringer ist, als wenn du uns jetzt kilometerweit an einen Ort fliegen musst, dir ein Hotel buchen musst, du dort einen ganzen Tag verbringst, das mit der Familie arrangieren musst, oder wenn du sagst, heute ist Mittwochabend, es ist 20 Uhr, ich tue jetzt nicht Fernsehen oder keine Ahnung was machen, sondern schauen wir das an, haben wir in den Discord-Channel und genieße diese Show. Ne? Also das ist vielleicht die bessere Variante. Parallel dazu, damit ich das nur kurz den Gedankengang kurz fertig machen kann, SmashingCon von da, alle Events virtuell gemacht, hat diesen Slideshow-Track gehabt, den normalen auf der einen Seite, hat aber auf der anderen Seite Performance-Reviews und Audits und Design-Audits gemacht, wo halt eine Person da war, den hast du links zuschmeißen können, sie haben es im Browser aufgemacht und haben es live geauditet. Und das war halt auch, das war das Bessere eigentlich, weil halt Leute da wirklich wieder sich involvieren haben können, dass der gratis Design-Audit kriegt von deiner Webseite und so, also das war schon cool. Ja, das ist halt grundsätzlich eine Live-Performance und nicht so ein Abspulen eines Talks oder eines Workshops mit optionaler Beteiligung. Genau, der lebt vom spontanen Element, ne? Und das ist der Kern des Ganzen. Ja, und vor allen Dingen halt eben auch, ich suche ja nach dem universellen Vorteil. Und da könntest du ja wirklich sagen, da haben wir ja im Prinzip keine Limits, was irgendwie Raumgröße oder so angeht. Man muss ja eigentlich bloß so irgendwie, weiß ich nicht, ein Ventil haben, dass nicht irgendwie zu viel Input kommt oder irgendwie unten Plan B für zu wenig Input haben. Also da könnte man ja wirklich mal eben sagen, wir könnten mit irgendwie einem Online-Ding alle erreichen auf einmal und das halt eben in einen Vorteil ummünzen, versus das, was hier gerade so im Chat auch gerade besprochen wird von Konferenzen mit, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, 500 Teilnehmern und Kamera On-Policy, wo halt im Prinzip, ich es richtig sehe, so alle ständig reinquatschen können, mehr oder minder. Da irgendwo so das Ding drin zu suchen, wenn man das halt irgendwie
ja, mit einem Ventil abgeregelt kriegt, dass das nicht zu viel wird. Aber ich finde das, was der Stefan erzählt hatte, also wenn du zwei Moderatoren hast, ist das ja super, ne? Du hast immer einen, der ein Auge auf den Chat hat, der andere, der hat dann eine Liste an Sachen schon, die er fragen kann, und dann, wenn der fertig ist, ist der nächste bereit. Das ist ein sehr guter Punkt. Das waren zwei Moderatoren, die nur das Gespräch geleitet haben, aber noch zwei weitere Moderatoren, die Fragen aus dem Chat gepickt haben, in den internen Chat gepastet haben und vielleicht nochmal abgeklärt haben, was jetzt wirklich gemeint war. Das funktioniert witzigerweise sogar ohne Video. Da hat es nämlich auch mal eine Diskussion auf Discord mit dem TypeScript-Team gegeben, die rein Chat-basiert war. Ein Chat-Channel zum Fragen stellen und einen zum Antworten lesen. Und das war sehr interessant. War einer der spannendsten Discord-Chats, die ich je erlebt habe. Ja, bei der Test.js Summit, da gab es auch die Workshops, die waren halt auch echt über 2 Wochen verteilt, was recht praktisch war, weil du hast ja eigentlich keinen Tag mehr freigenommen. Du hast dann eigentlich um so 4 oder 5 wegen Feierabend gemacht und warst halt dann im Workshop bis um 7 bis 9. Da war aber auch das Problem, es gab dann, was auch immer das für ein Chat-Tool war, ich glaube, es war Zoom, gab es ja da die Chat-Funktion, dann gab es aber auch den Discord mit der Chat-Funktion. Und dadurch, dass es jetzt nicht diese Organisation gab, wie bei dem Talk, wo man einfach so fett geschrieben hat, this is a question, bla 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 bla, und jemand anders hat es dann später vorgetragen und als Frage gestellt, war halt es wirklich für die Vortragenden nicht mehr möglich, das irgendwie zu handeln. Weil in dem Chat schreiben Leute, und dann sind es auch sehr viele Fragen wie, was soll ich, weil wenn du von Slides oder sowas abschreiben sollst oder von der screen gescherten IDE, und dann ist aber das File schon wieder weg, dann irgendwie, was war da gestanden, was muss man, kann das jemand nochmal kopieren, dann wird das reinkopiert und die Fragen dazwischen gehen halt komplett unter. Das hat den Workshop schon echt dann ein bisschen anstrengender gemacht. War das denn ansonsten so ein ganz klassischer Workshop, den ganzen Tag Inhalt, Inhalt, Inhalt? Das war pro Workshop komplett unterschiedlich. Der eine war, fand, der eine, den, den, der einen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der ging recht fix. Also da war wirklich Power dahinter. Und wenn man irgendwie mal nicht das gleich mitgetippt hatte, es gab ja auch das Git-Repo, war ja auch verlinkt. Man konnte sich das hier aus der Solution dann irgendwie rauskopieren, wenn man gerade nicht wusste, ob das ein, keine Ahnung, Callback oder Funktionsaufruf oder sonst was war. Und da waren aber wirklich so schön einfach so vorerklärt, wie so die Herangehensweise war, und es war auch alles live vorgecodet, und dadurch, dass es halt nicht irgendwie reinkopiert wurde als Code-Schnipsel, sondern wirklich vorgecodet wurde, konnte man halt auch noch irgendwie mitdenken. Ein anderer war, ich glaube, über Source Labs, und zwar auch von Personen, die dort arbeiten. Und dann halt wirklich Step by Step, wie würde man jetzt Cypress reinbringen, wie würde man dann dies und das reinbringen. Wie das zieht man die Kreditkarte so durch? Sorry. Das auch. Aber von dem Workshop war das so, ihr macht jetzt mal. Also das war dieses herkömmliche Workshop, ihr macht jetzt mal, und wer eine Frage hat, kann sich melden. Und das ist halt schwer. Also ich hatte das auch mit dem ersten Remote Frontend Foxes View Workshop. Was wir gemacht hatten, war, dass wir Breakout Rooms erstellt hatten, und wir waren maximal 3 Personen plus eine Mentorin. Mhm. Und du hast ja eh schon das Problem, du siehst auf keinem Screen mehr irgendwelche roten Errors, und du siehst auf keinem Screen mehr, ob irgendjemand ganz wild vor sich hin googelt, wo man da mal so ein bisschen ranschleichen kann und so ganz vorsichtig fragen kann, brauchst du irgendwas, kann ich irgendwas tun, sollen wir uns das mal zusammen anschauen. Von daher, diese Möglichkeit hast du eh schon nicht. Das heißt, es ist ein ständiges, funktioniert irgendwas, und vor allem aber, wo seid ihr denn gerade? Wo seid ihr denn gerade? Was macht ihr denn gerade? Um so ein Gefühl zu bekommen, sollten sie damit eigentlich schon fertig sein oder dauert es halt einfach nur so lange? Und dann, wenn man halt ein Problem hat, dann kann nur eine Person gleichzeitig mit dir sprechen. Das heißt, es lenkt die anderen so einen Ticken ab, weil man kann ja nicht flüstern und man kann nicht mehrere Fragen auf einmal beantworten. Das erinnert mich an einen Workshop, den ich einmal gehalten habe, wo wir auch versucht haben, so Live-Coding-Dinge zu machen, und das funktioniert halt absolut nicht, wenn du sagst, so jeder macht einmal und dann zeigen wir Ergebnisse her, nicht. Was wir uns noch entschieden haben, ist, dass immer eine Person quasi vorprogrammiert hat mit Kommentaren von den anderen, ne? Also die hat ein geschertes Projekt über Code Sandbox oder Stackblitz oder wo auch immer, ne? Und die Person schreibt.
Und andere geben Kommentare dazu ab oder leiten diese Person an, was sie jetzt machen soll. Sodass, man dauert halt dann viel, viel länger. Ne? Also du bist bei weitem nicht so schnell, wie wenn du sagst, so 30 Minuten macht jetzt da jeder. Dauert tatsächlich Stunden, bis dass du dort zu dem richtigen Ergebnis kommst. Aber die Interaktivität ist gut und der Lerneffekt ist, glaube ich, nicht so schlecht. Klassisches Mob-Programming, glaube ich, ist das Mob-Programming oder ist Mob-Programming, jeder schreibt und Nee, das löscht ist die Zeilen vom Mob-Programming. Internet. Du Okay, hast immer noch dann war einen das. Driver und eben Ja, dann genau. eine Million Instructors. Okay. Ich finde immer Mob-Programming, also wenn ich an Mob-Programming denke, dann denke ich an die ganzen Querdenkerhorden, die durch die Straßen strömen und keine Ahnung was schreien, das ist richtig so. Könnte Ah, auch jeder gruselig. eine von den 104 Tasten eine Tastatur in der Hand halten, weißt du? Und dann Ja. jetzt ist das, bin ich mit dem A dran Ja, und genau. Und ich bin es. Ich bin ja, es. Oder? genau. Und wo ist denn hier die geschweifte Klammer? Wo ist die? Dann hat einer ein Windows-Keyboard und der andere ein Mac-Keyboard und dann macht das Oh Programm ja. zu, wer Ach, die Ätzend deutsch- ist. und englischen Tastaturen. Ja, nee. Ein Vorteil ist natürlich tatsächlich, man hat auf einmal dieses Problem gelöst von The Keyboard is Lava von den TeilnehmerInnen. Weil ich denke natürlich, es fällt natürlich immer, man will natürlich immer sagen, ach, gib mal kurz. Und allein schon, ich denke auch, wenn man sagt, okay, wir googeln einfach das Problem zusammen. Ich denke, das meiste Interessanteste für, gerade wenn es eher in die Junior-Richtung geht oder wirklich ein komplett neues Feld für die Person ist, ist immer zu zeigen, dass wir auch alles Mögliche googeln müssen und eigentlich beizubringen, wie googelt man jetzt richtig. Und wenn man dann einfach so sagt, google doch einfach mal nach View Router Dynamic Slug. Aber die Person gibt einfach einen anderen Suchbegriff ein, als man persönlich immer eingegeben hätte. Es ist schon was, ah, ich darf jetzt nicht hinlangen, ich darf jetzt nicht hinlangen. Und wir hatten es halt auch schon so, dass eine der Teilnehmerinnen hatte dann ihren Screen geshared. Und wir haben versucht, den Fehler zu finden. Und das war eine Person, die war komplett neu im Coden oder, also das erste Mal so ungefähr in der IDE aufgemacht, das war Code Sandbox. Und dann war es natürlich schon so bei so Workshops, wo dann so Codeblöcke stehen, die sind ja auch immer so einzeln aufgelistet. Dann hast du irgendwie den Button erstmal registriert und danach willst du einfach nur Save in das Button-Tag reinschreiben und da ist nochmal der gleiche Button-Tag quasi nur mit Save drinnen. Dann hast du so Gelegenheiten, da hast du quasi das leere Button-Tag und dann nochmal drunter kopiert das Button-Tag mit dem Save. Und dann wirklich so durchnavigieren, jetzt am besten mal in Zeile 17, das siehst du, da hast du quasi das gleiche stehen wie in Zeile 16 und das müsste dann eigentlich weg. Und also das war wirklich so Programmieren beibringen per Screensharing mit geh mal in die Ja. Zeile, mach mal eine Klammer, nein, die geschweifte Klammer, ah nee, jetzt mach mal die eckige Klammer. Ja, das ist schwierig, das stimmt. Ich wollte übrigens noch einmal kurz Werbung für ein Event machen, das früher auch lokal stattgefunden hat, immer hier so im Raum NRW. Das heißt, also das hat den Namen Never Code Alone. Und da geht es tatsächlich darum, da geht es um Mob-Programming. Also es sind quasi Meetups, wo es über so einen halben Tag verteilt oder ein bisschen länger, so vier Themenblöcke gibt. Und der oder die Sprecherin macht ein Intro und dann wird die Tastatur an die Teilnehmer weitergegeben. Und dann führen die sozusagen diese Session fort. Und jeder ist mal dran und kann was machen. Und das ist quasi so ein Mob-Programming. Und die haben sich jetzt auch ins Netz verlegt. Und das sind so unterschiedlichste Themen aus Frontend und Backend. Und vielleicht ist das ja auch mal was man sich angucken kann. Das auf jeden Fall, also habe ich so noch nie gesehen. Und fand ich auch cool. Das überträgt sich, also hat es das jetzt schon online gegeben und du hast das mitbekommen? Also überträgt sich das gut nach über die Leitung? Also ich habe nicht teilgenommen, ich habe nur gesehen, dass die Events machen wieder. Und das kann ja nur bedeuten, dass sie das online machen. Ja, ich weiß gar nicht, mit welchem Tool die das machen. Nevercodealone.de. Das ist übrigens hier vom Roland Goller, den hatten wir doch zu dem, wie hieß es, CMS, da war er mit dabei bei uns. Da war ich aber nicht mit in der Folge dabei. Erst vor kurzem oder schon länger her? Ja, noch nicht so lange her. Also so
Mir vielleicht kommt vor der Name 10 Folgen. echt sehr bekannt Der ist vor. auch ein toller Vortragender, also auch super witzig. Zulu Ja, zählt. genau. Genau. Never could alone. Na, nie gehört. Cool. 18, ja, okay, es kommt erst. 28. März ist das. Und es geht um React, PHP-Stan. Und sie nutzen Visual Studio Code Live Plug, also Live Das Coding. ist übrigens ziemlich cool. Also das kann ich auch empfehlen, wenn man mal mit der Firma oder mit dem Team so Mob-Programming-Sessions oder Coding-Sessions machen möchte. Wir haben dort einmal ein Tailwind-Prototyping gemacht von einem neuen Design. Ziel war Tailwind zu lernen, nicht? Und vorbereitet war so ein ganz Templating-System, sodass jeder Komponenten stricken kann mit Live-Reload. Und über Zoom ist ein Browserfenster gestreamt worden, wo man das Resultat nachher sieht, das Gemeinsame. Ne? Und jeder hat halt in einem File nachher gehackt, Kamera offen, ein bisschen Musik im Hintergrund, das war super. Also das war eine richtig, richtig coole Session und sehr, sehr lustig. Vielleicht Und ich sollten wir bin sowas auch nachher. mal veranstalten. Ja, gerne. Ich meine, ich war nachher der Troll, nicht? Ich bin nachher nur mal ganz kurz dazugekommen und habe nachher so aufs HTML-Element, da war ein CSS-File, das hat keiner angerührt, weil in Tailwind-Rüster keine CSS-Files an. Also, was Nee, macht der Baumgartner? nee. Er rührt die CSS-Files an Was? und schreibt ins HTML-Element so eine Opacity, also Transition oder Animation habe ich gemacht, wo die Opacity auf 0 fadet, nicht? Also runtergeht, über 60 Sekunden. Also über sehr, sehr lange Zeit, oder ich glaube, waren sogar 120 Sekunden, sodass das halt über 2 Minuten immer Das ist ja fies. graduell transparenter und transparenter geworden ist. Und ich habe sich schon die Augen gerieben, was passiert, da ist mit meinem Monitor was los? Heller schalten, weniger hell schalten, nicht bis das halt auf einmal das Ding weg Der war. Stefan. Ah, es war herrlich. Und dann habe ich auch so ganz, so über 5 Minuten hinweg immer so um ein Grad ein bisschen drehen. Das ist ja so ganz, ganz leicht, so dass man nicht weiß, ist das jetzt ein Softwareproblem oder spielt man da irgendwas rein. Es hat eine halbe Stunde gedauert, bis das draufgekommen sind, dass ich da ein bisschen mittrolle. Also, war herrlich. War eine coole Session. Das Also ist schön. auch das Resultat, nicht nur meine Auch für Trollerei. die anderen schön, ja. Ja. Nee, Ja, die haben mich noch rausgehört. das ist vor allen Dingen gut, wenn man, also ganz, ganz früher, also in der Steinzeit des Internets, habe ich irgendwie so XSS-Lücken dafür immer gerne genutzt. Dass man dann so irgendwie so, hier, geh mal auf diese Seite mit den Suchergebnissen und dann injectet das irgendwas, was halt irgendwie, ja, ne, mit, weiß ich nicht, eben das Ausfaden macht oder so. Das war ja früher auch alles viel schwieriger. Da gab es ja keinen, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja kein CSS. Oh, der alte Mann. Ja, Ja, genau, Frederik. Genau genau. so. Frederik schlägt im Chat gerade vor Body Display None, auch ein sehr großer Fan, das umgekehrte Head und Title Display Block. Damit rechnet nämlich keiner. Seid echt so fies. Ich Ah. merk schon. Wenn ihr mal so einen Workshop, wenn ihr da dabei seid, dann mache ich da beim Bogen drum. Ach. Das ist, glaube ich, gar nicht nötig. Allerdings habe ich wirklich so den Eindruck, wenn es so den klassischen Konferenzworkshop gibt, der so den ganzen Tag Content-Kloppen ist. Also ich jetzt war bisher als Teilnehmer an sowas nicht, war sowas nicht dabei, aber wenn ich da das mache, habe ich immer den Eindruck, hinterher noch kaputter zu sein als sonst normal. Irgendwie ist mir das anstrengender, habe ich so das Gefühl. Das mag aber auch irgendwie dann am Format liegen, dass dann halt einfach ich bisher immer einfach weniger interaktiv gestaltet habe, weil das halt einfach schwieriger ist. So dieser bisherige, was ich so gerne gemacht habe, halt so Workshop bestehend aus, erste Hälfte Theorie, zweite Hälfte voll Praxis. Die Praxis ist halt schwierig, wenn die Leute nicht alle im Raum sitzen und da so tippen und man nicht irgendwie sehen kann, wer gerade besonders hilflos in die Gegend guckt, weil auch mit Kamera an könnte ja irgendwie hilfloser Blick sein aufgrund von. Ich habe gerade was anderes zu tun oder ich gucke immer so oder. Ja, also man kann ja die Idee haben, dass man zum Beispiel sagt, man macht das Hausaufgabe, nicht, dass du halt nur den Vormittag den Workshop hältst und am Nachmittag kommt die Hausaufgabe. Das Problem ist halt, dann fehlt die Guidance, nicht? Dann musst du trotzdem irgendwie Stunden investieren, dass du nachher Code-Reviews machst oder mit den Teilnehmern sprichst und das gestaltet sich, finde ich, noch sehr, sehr, sehr schwierig. Habe ich auch noch kein Erfolgsrezept.
dafür. Naja, nee, das ist tatsächlich ein Erfolgsrezept, wenn du das nicht für so einen Eintages-Workshop bei einer Konferenz machst. Mhm. Was nämlich voll gut geht, ist, zur Firma zu gehen und zu sagen, wir strecken den Zwei-Tages-Workshop auf 4 Tage, 4 halbe, dann sind deine Entwickler nicht komplett raus aus dem Betrieb und ist nicht so anstrengend und dann kann man sowas tatsächlich auch machen. Ja. Und das ist so ganz praktisch und das kann man sich halt tatsächlich dann online nur leisten, weil dann muss man ja den Workshop-Leitern nicht Reise und Hotel für länger bezahlen, als sie effektiv abliefern. Ich überlege gerade, dann könnte man ja zum Beispiel zur Vorbereitung den Teilnehmern schon ein paar Unit-Tests geben, gegen die sie entwickeln müssen. Ne? Grüner Balken ist noch, dass man ein bisschen eine Guidance bekommt, weil das habe ich mittlerweile sehr, sehr cool gefunden. Wenn ich eine Programmiersprache lerne oder irgendwelche Konzepte lerne, dass ich ein Testgrundgerüst habe, damit ich weiß, ob ich das Richtige mache und das Richtige rauskommen soll. Aber ich denke nur gerade laut, vergiss es. Nee, das ist eine gute Idee, nur es setzt halt eben dann auch voraus, dass man ein sehr exakt umrissenes Problem hat, das sich auch so mit Tests erschlagen lässt. Ne? Ja, natürlich. Habe ich früher bei meinen Java-Entwicklern irgendwie JavaScript beibringen, eine so meiner Standardübungen ist, bau mal hier eine Funktion, die römische Zahlen parst. Mach String zur Zahl, weil ist halt klar umrissen, das Problem hat jeder sofort verstanden, es ist alles andere als einfach, sodass man halt dann wirklich sich darauf konzentrieren kann, okay, wie bringe ich jetzt diese Sprache dazu, das, von dem ich weiß, wie es geht, auch zu produzieren und dann kann man da auch verschiedene Schwierigkeitsstufen machen, da habe ich auch mal so einen Unit-Test im Prinzip Übungsgerüst drum gebaut, aber sonst merke ich halt irgendwie so, bei, weiß ich nicht, Advanced TypeScript oder so, kannst du das schon schwieriger da reingießen. Ja, TypeScript hat ja gerade im Moment dieses Problem, dass es zur eigenen Metaprogrammiersprache wird, die man nicht testen kann. Und die Testlösungen sind jetzt nicht so die tollsten. Aber vielleicht ist das halt auch, weil es noch nicht, also weil die Typsystemmächtigkeit erst seit kurzem so umfangreich ist. Wie sind wir denn jetzt schon wieder auf TypeScript gekommen? Ah. Wir waren bei Remote-Konferenz. Stefan, der dreht es immer wieder dahin. Ich kann noch über Rast reden. Der Stefan ist das. Das ist es. Wir haben ja vorher mal angemerkt, so Vorteile von Remote-Konferenzen sind einfach diese, du musst erstmal nicht reisen. Also ich kann sagen, ich vermisse Hotels. Buch. Na, ich lasse mich nicht, ich lenke mich ab. Sorry. Ich vermisse es ein bisschen mit den Hotels, also gerade dieses, aus zweierlei Sicht. Aus der Speaker-Sicht ist es jetzt halt natürlich, dass du lässt halt wirklich jetzt viele Leute irgendwie in deinen Raum rein. Das ist sowieso jetzt so eine ganze Homeoffice-Problematik. Ich selber bin immer kein Fan von virtuellen Hintergründen, das schneidet mir immer die Haare ab. Die sind nicht abgeschnitten, die sind gerade nur zusammengebunden. Aber auch als Teilnehmer ist es halt was anderes, wenn du irgendwie in der Früh halt zum Frühstück kannst und da schon mal irgendwie mit Leuten halt dich austauschen kannst. Und dann ist halt abends auch dieses, ich glaube, wir kennen das doch alle, wenn es irgendwie der Lunchgong kommt und dann jeder diese Panik hat, bekomme ich noch was? Wo ist die Schlange? Wie viele Stände gibt's? Und das ist halt irgendwie so eine Sache. Und dann genauso wie Afterwork-Partys. Also bei der TestJS Summit, da war es so, dass ich glaube, ein paar Leute haben danach Among Us hat, glaube ich, irgendwie nicht so ganz hingehauen, aber sie hatte Quake haben sie, glaube ich, gespielt. Da mussten halt ein paar Leute aussteigen, weil es relativ spät angefangen hatte, zu deutscher Zeit zumindest und für irgendjemand anders dann noch viel später, dass es bei denen halt irgendwie 3 Uhr nachts war und die dann gemeint, ja, ich spiele jetzt kein Quake mehr, ich gehe mal weg. Und das Gleiche auch mit Sponsoren. Also normalerweise haben Sponsoren ja Stände, wo man irgendwie so ein kleines JavaScript-Quiz spielen kann oder irgendwie eine Frage ausfüllt, wie viele Tagen wurde JavaScript entwickelt. Und dann kann man halt irgendwie ein paar Sachen gewinnen. Und das fällt halt komplett weg. Es ist natürlich auch viel günstiger, sowas. Ich schätze mal, dass es günstiger ist ohne Venue. Ich schätze mal, dass Zoom nicht so teuer sein wird wie Konferenzräume mieten. Das heißt, man braucht vielleicht auch nicht so viele Sponsoren. Bei einer anderen Konferenz gab es aber auch von Sponsoren, die hatten dann auch Räume im Discord oder was auch immer von einem Chatsystem. Und da war halt dann keiner drin. Man geht halt nicht einfach so mal in den. Ist auch wieder so ein bisschen socially awkward. Man kann da nicht so vorbeischleichen und mal so einen Kuli mitnehmen und vielleicht dann doch da bleiben. Man würde dann halt so fix in den Discord. Das war kein Discord, da gibt mir ja nicht so fix keinen. Aber man würde halt so fix in diesen Raum reingehen und dann kann man nicht so leise wieder rausschleichen.
Das stimmt, ja. Ja, man muss da wirklich mehr machen, als seinen Banner aufstellen und Kulis auslegen. Aber ich könnte mir halt eben vorstellen, dass das tatsächlich auch ganz gut gehen würde, wenn man da halt was anbietet. Also du, Stefan, hattest ja vorhin diesen Chat mit den TypeScriptlern erwähnt. Also irgendwie so. Ich hab mal einen Talk gesehen, das ist 100 Jahre ungefähr her, von jemandem, der hat eine Programmiersprache entwickelt und der hat, das war dann live, aber der hat dann irgendwelche Goodies verteilt, immer wenn da eine Frage war, wo er am Ende sagen musste, ja, das supportet meine Programmiersprache nicht ganz optimal. Und dann sorgt das natürlich für so Motivation. Und vielleicht irgendwie könnte man halt eben als Sponsor sowas bringen irgendwie. Ja. Wer irgendwie was sagen kann, was die Konkurrenz besser macht, der kriegt dann halt eben gerade von uns irgendwie dann jetzt einen Monat kostenlos Rabattcode irgendwie. Das erinnert mich wieder an die NDC, wo es auch versucht haben, die Interaktion mit den Teilnehmern zu erhöhen durch sehr, sehr elaborate Preise, die man über so ein Gewinnspiel machen kann. Also das, was ja die Sponsoren auf diesen großen 3000 plus Leuten Konferenzen haben wollen, sind E-Mail-Adressen, damit es in die Marketing-Rutsche rennen. Ne? Und um das virtuell zu machen, hat es ja geheißen, okay, du kannst eine Xbox gewinnen. Oder du kannst ein Lego Mandalorian-Set gewinnen. Und man dachte, okay, mein Bruder ist eh ein riesengroßer Lego-Fan, vielleicht gewinne ich ja dort dieses Lego Mandalorian-Set, ne? Und spiel mit. Ne? Ich habe dann sogar gewonnen. Und sie haben gesagt, okay, sie bräuchten jetzt meine Postadresse für das Lego Mandalorian-Set. Und es war dann so ein kleiner Schlüsselanhänger für 3 €. Das, ich habe mir gedacht, okay, den sollen sie irgendwem schicken, der nachher was damit anfangen kann und der Freude hat damit. Ich weiß eh, es klingt sehr, sehr, sehr hochtrabend, dass ich so ein Gewinngeschenk nicht annehme, beziehungsweise mir was anderes vorgestellt habe. Aber es war halt ja, die Preise sind sehr elaborat präsentiert worden und es war dann doch ein bisschen Ernüchterung da. Für das habe ich meine wunderschöne E-Mail-Adresse hergegeben. Aber es war, ist natürlich eine Möglichkeit. Ich meine, der Mensch, der die Xbox gewonnen hat, der hat sich sicher irrsinnig gefreut. Ne? Und ich habe mich auch gefreut, dass ich den Mandalorian gewonnen habe. Ich habe mir halt was anderes vorgestellt darunter. Ah, okay, Vanessa, ja, es gibt ein Lego Mandalorian Set. Es ist so ein kleiner Schlüsselanhänger. Nein. Es gibt ein Mandalorian Set, Transporter des Kopfgeldjägers, und es ist versandt zum 9. März. Also vielleicht ist es okay. Jetzt neu. Die haben das nur gemacht wegen euch. Ja, wahrscheinlich war das meine Respond-E-Mail, die bei Lego gesagt hat, hey, na, da müssen wir jetzt noch hätten. Ja, das typische Super Nintendo Mario-Spiel bei diesen hippen JavaScript-Konferenzen gibt's halt jetzt irgendwie. Ach, wo, das könnte Mario Remote machen. Müsste nur mal jemand auf die Idee kommen. Also ich glaube tatsächlich, Vanessa, du hattest vorhin mal darüber theoretisiert, ob das günstiger oder teurer ist, wenn man es remote macht versus online. Ich glaube, bisher war es günstiger, aber es wird besser laufen, wenn es teurer wäre, weil ich glaube nämlich, dass so für den ganzen Aspekt Speaker-Betreuung pro, sagen wir mal, Raum, in Airquotes, ich glaube, da braucht es im Idealfall mehr Personal als sonst. Also nicht einfach nur eine Person, die sagt, geh dahin, bleib in diesem Kreis wegen Kamera und gib mir das Handzeichen, wenn Ton scharf geschaltet werden soll oder so, sondern wirklich irgendwie so empfangen im Hintergrund, während der andere Talk noch läuft, und dann Übergabe und Techniküberwachung und irgendwie auch so Rückkanäle und sowas, um halt eben auch so Technik-Fails abzufangen. Also das ist, glaube ich, somit auch eins der größten und auch noch ungelösten Probleme, finde ich so. Wirklich sehr großes Variieren, was so, klar, Internet ist immer schwierig, aber dann Tonqualität und dann Echo und nicht so sehr, dass irgendwelche Teilnehmer sich nicht muten, das kann man ja meistens irgendwie erzwingen, aber halt so. Es kann halt dann doch immer relativ viel schief gehen. Und das, glaube ich, müsste man mit sehr viel mehr Personalaufwand kompensieren, um halt dann ein gutes Niveau zu erreichen. Da habe ich bei den diversen Konferenzen, wo ich da schon war, immer gedacht, so mit der Anzahl Leute, mit denen ich Kontakt hatte als Vortragender, skalierte halt eben auch dann die Gutheit des Ganzen und wie ich mich gefühlt habe dabei, dass irgendwie da ich in Watte gepackt bin und alles funktioniert. Was ja normalerweise mein Ziel ist, wenn ich zu einer Konferenz gehe und da sind Profis am Werk. Ja.
Ja, da stimme ich da absolut zu. Und das fällt mir auch auf, dass die Menge an Leuten, die man braucht für sowas, auch mehr geworden ist. Ich glaube, das ist so ein Lerneffekt im letzten Jahr gewesen, weil ja, wie hat man ein Online-Event zu Beginn gemacht von Corona, ne? Da ist der Zoom-Stream-Button, wird schon gehen. Ne? Und mittlerweile ist das doch ein bisschen anders. Also wir haben spätestens bei unserem JavaScript-Meetup hat sich eine Person nur um den Stream gekümmert. Nur darum geschaut, dass das, was wir abgreifen von Zoom auf Open Broadcasting Studio legen und auf Twitch rausgeben, dass es eine Person überwacht, dass das passt. Ein zweiter hat den Chat moderiert, ein dritter hat die Moderation zwischen den Speakern gemacht. Brauchst alleine drei Leute, damit das Ding funktioniert. Ne? Und das brauchst du dann bei einer Multitrack-Konferenz, brauchst du dann drei Leute für jeden Raum. Ne? Und noch ein paar, die im Hintergrund noch das Ganze koordinieren. Gerade also bei der NDC waren, glaube ich, 500 Leute da, die sich in verschiedenen Chaträumen noch aufhalten. Da ist tatsächlich auch für Online-Konferenz sehr viel Bass und sehr viel Wirbel, wenn 500 Leute versuchen, auf einmal den Chat zu benutzen und gleichzeitig irgendwas schreiben wollen. Und sehe ich genauso. Also personaltechnisch sollte man das Ganze echt nicht unterschätzen. Wobei ich halt auch sagen muss, also ich habe auch das Gefühl gehabt, personaltechnisch war unsere kleine Skriptkonferenz, die wir zum Beispiel gehabt haben, war schon gut gestafft mit, glaube ich, fünf Leuten bei der Technik hinten. Dann hat jeder von uns Hauptorganisern hat einen Bereich gehabt, einer Bühne, einer Catering, einer Technik zum Supervisen und zum Koordinieren. Und dann haben wir, glaube ich, nochmal fünf Leute im Catering gehabt, die uns geholfen haben. Das ist eigentlich ja schon, ist ja keine schlechte Zahl eigentlich. Ne? Wenn man so denkst, so sicher 15 bis 20 Leute, die wir Crew gehabt haben. Für die Ja, kleine jetzt Skriptkampf. zum Thema Speaker-Betreuung bei der Frontend Developer Love, die ja immer im Februar ist, die ja normalerweise in Amsterdam ist, die immer zusammen mit dieser Vue.js ist. Da bin ich jetzt bei der Frontend Developer Konferenz mit einem Talk dabei und die sind alle pre-recorded. Ich tendenziell finde ich es gut, wenn sie pre-recorded sind, weil ich würde jetzt es bevorzugen als Zuschauerin, dass das alles flüssig läuft, auch wenn es nicht live ist. Ja, dann kann man halt nicht auf irgendwas eingehen, aber auf was soll man auch irgendwie großartig eingehen, bevor da irgendwie ein Stream abbricht wegen irgendwelchen Internetsachen, weil die alle, keine Ahnung, die Kinder auf Netflix zugreifen. Allerdings, sie haben jetzt auch die Talk-Reihenfolge mehrmals irgendwie verschoben. Es ist zwar am gleichen Tag geblieben, aber es ist bei mir irgendwie nach hinten gerutscht. Und dadurch, dass man ja nicht mehr diese voll komplett geblockten Konferenztage hat, habe ich an dem Tag auch noch eine Podcast-Aufnahme abends ausgemacht gehabt. Und jetzt war ich schon so am Gucken, so hoffentlich schieben sie es nicht noch weiter nach hinten, weil eigentlich würde ich erwarten, dass man diese QA-Section dann noch irgendwie hat, dass ich irgendwie anwesend sein muss zusätzlich, wo ich ja dann auch irgendwie darauf achten möchte, dass ich nochmal das Gleiche anhabe, damit es nicht immer so ein komisches, nee, ist ja egal. Und das gleiche Aber, Bild im Hintergrund ist. ja. Habe extra, oh Mist, die aber aufgeräumt. Aber ich habe nichts mehr gehört. Ich meine, die haben natürlich wahnsinnig viele SpeakerInnen, weil das sind ja über 5 Tage, über Stunden. Die haben ja alles reingeballert, was geht. Aber ich habe seitdem nichts mehr gehört. Ich habe keine Nachricht bekommen. Hey, wir haben deinen Talk verschoben. Keine Ahnung. Im Moment weiß ich noch nicht mal, wo soll ich überhaupt hin? Gibt es überhaupt QA? Ich hatte davor beim Talkaufnahmen war eine Helferperson dabei. Und die hatte gemeint, ja, danach gibt es QA. Okay. Deswegen ende ich im Video mit, welche Fragen kann ich denn beantworten? Wenn jetzt danach keine QA-Section ist, dann kommt das vermutlich komisch rüber. Okay. Also das war schon von denen erwartet, dass du QA machst. Weil, also ich kenne natürlich auch Konferenzen, da hast bitte nimm auf und dann danke. Ne? Ist aufgenommen. Vielleicht nicht, wie gesagt, es war eine Okay. helfende Person von einer vom Sponsoring-Team und die hatte ich so gefragt. Ich habe es auch so mit so einem bejahenden Dings so rausgefragt, so wie, danach gibt es eine Q&A-Section, oder? Sie so, ja, vielleicht auch nicht. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich da sein soll oder nicht oder keine Ahnung. Spannend. Naja, Ja. die haben da teilweise wirklich selber auch die Sache erst nach und nach in den Griff bekommen, so die üblichen Verdächtigen unter den Veranstaltern. Und die ringen ja teilweise auch noch mit ihrer Software. Also, ich weiß ja nicht, mit was ihr dafür mittlerweile ja hochintegrierten Konferenzmanagement-Lösungen da mittlerweile Kontakt hattet. StreamYard. Das StreamYard ist doch vor allen Dingen wirklich so Streaming und nicht so sehr Management von irgendwie dein Terminplan und dein Na, das haben wir nicht. Na, 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 na. Das stimmt. Na, na.
Da geht's mir, du hast recht, das ist nur Streaming. Aber das funktioniert halt voll gut. Das ist halt für so Sessions, wenn es nur nebenbei eine andere Chatlösung über Discord hast, funktioniert das ist wirklich cool. Gut, ich schweife ab, tatsächlich geht es ja um das, wie kriegen das die Organizer auf die Reihe? Ja, nee, ich meine, das gehört halt eben auch dazu, ne? Du musst das Bild schon irgendwie an die Leute bringen und das ist ja schon, ne, das geht ja. Und da ist natürlich auch so eine Sache mit Pre-Recording auch ganz nett. Also gerade so bei irgendwelchen Tools, die relativ aggressiv an der Qualität drehen, wenn da mal eine leichte Schwankung in der Leitung ist, ist das natürlich doof, wenn dann irgendwie so maximal rausgezoomt der kleine Code gerade live hergerichtet wird. Hast du bei einer Aufzeichnung natürlich nicht, ne? Naja, das Ding ist ja das, sorry, was mich wundert, also die Frontend-Developer-Love-Leute, die machen das ja jetzt da online nicht zum ersten Mal. Das heißt, die haben da schon genug Erfahrung gemacht. Da war natürlich in der Kommunikation interessant gewesen, was für Next Steps für die erwartet werden. Das war zum Beispiel bei der NDC sehr klar. Also bei der NDC war, das ist dein Slot, wir erwarten von dir, dass du 10 Minuten vorher da bist, dass wir nochmal einen Tech-Checkup machen können. Nachher bitte ein bisschen Betreuung im Chat, falls irgendwelche Fragen auftauchen. Ansonsten sei so lange dabei, wie du willst. Da habe ich keine Fragen gehabt. Da habe ich ein so langes Dokument bekommen mit Schritten, die ich als Speaker wissen muss, mit einer Einladung zur Speaker-Lounge 3 Tage vorher, damit ich auch noch Fragen stellen kann an die gesamte Gruppe. Und das war schon, also das war ziemlich cool. Bei Contributing Today haben wir einen 5-Minuten-Call davor gehabt, wo wir uns alle kennenlernen. Und 10 Minuten vorher hab ich StreamYard kennengelernt und das System kennengelernt mit dem Serverten. Und das hat schon irgendwie funktioniert. Also die haben das ein bisschen lockerer gesehen, die ganze Gaudi. Aber ja. Aber ist das vielleicht auch wieder so ein Community organisiert versus kommerziell? Ich glaube, Ja, also da ist auch wieder dieses Cliff, also ja. komischerweise, aber eben die günstiger sind, machen es besser. Die NDC ist ja so kommerziell Community. Das ist ja gerade in diesen ganzen Enterprise-Gegenden ist das ja ein sehr, sehr, sehr großer Graubereich, nicht? Das heißt, Community organisiert heißt ja da eigentlich nur, wir sind Individuen, die das machen und nicht eine Firma. Oder sind sogar eine Firma, nicht? Aber sie sind eine unabhängige Firma. Und die NDC ist, glaube ich, eine unabhängige Firma, aber sind sehr stark mit Microsoft Oslo verbunden, zum Beispiel. Die DevOps in Belgien ist eine Java-Konferenz, nicht? Die sind auch Community organisiert. Die haben aber im Jahr, wenn es reale Konferenzen machen, 20.000 Leute auf einer Konferenz und direkten Kontakt zu Oracle, damit Sprecher kriegen. Also das ist, ja, Sponsoringpreise von 15.000 aufwärts, nicht? Also das ist zwar ja Community-Konferenz, aber eine Maschinerie für sich selbst, ne? Und nicht zu vergleichen wie mit der 300 Leute Scriptconf, die wir mit vielen Abenden im Bierlokal planen. Und ja. Aber halt auch nicht das Fließbandprodukt, das so manche verlagsähnliche Konstruktionen da raushauen, ne? Natürlich. Ja, ich habe halt das Gefühl, die Größeren sagen sich halt eher, wir kaufen halt irgendwie jetzt so Dollar-Software irgendwo ein und die regelt dann alles schon und dann regelt die halt meist so nicht und dann sind da so Bugs drin wie, ja, ich würde jetzt gerne hier mal meinen Workshop anfangen, aber irgendwie gibt es auf meinem Rechner einfach den Geh da jetzt rein-Button nicht. Also der fehlt halt, auch wenn alle Content-Blocker abgeschaltet sind und so. Und wenn sich auf dem Niveau da halt so die Fehler auftun, dann. Naja, ich meine, klar, die haben jetzt wahrscheinlich irgendwie recht viel Nachfrage auf einmal bekommen, diese Tools. Vor ungefähr einem Jahr und mussten da ordentlich rudern, aber trotzdem ein bisschen ist das halt noch nicht wirklich ausgereift alles so. Habe ich so das Gefühl, so softwareseitig, organisationsseitig. Da hat sich jetzt noch nicht so irgendwie so, haben sich noch nicht die Best Practices so durchgesetzt, beziehungsweise die Formate so ausdifferenziert. Ich habe halt das Gefühl, bei so aufgezeichneten Talks ist das relativ häufig so, nicht bei allen, aber bei so manchen Speakern, ist dann relativ geringer Energie, nochmal, ist dann relativ geringes Energieniveau, wenn das dann so in die Kamera erklärwert wird. Ne? Manche kriegen das hin, die stellen sich dann halt ihr Publikum vor und dann tschakka, ab geht's, aber manchen fällt das halt eben auch schwer. Die sind dann in der Live-Situation besser drauf, aber dann hast du ja wieder das Risiko vom Technik-Fail. Ne? Ja, Also, definitiv. Technik-Fail ist so das Beste. Da hatte ich, also mein persönlich größter war so, ja, wir sind ja eine reine Nerd-Konferenz, du kannst ja einfach
deinerseits den Talk aufzeichnen, dann geht die Qualität nicht flöten, wenn das dann übers Internet übermittelt wird. Haben sie mir gesagt, habe ich gesagt, ja, machen wir, haben wir im Technikcheck auch ausprobiert und dann war ich halt eben, als es dann ernst wurde, zu beschäftigt, um auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Ich musste auf Streamen und auf Aufnahme drücken und auf Streamen habe ich gedrückt. Mm. Mhm. War das, glaube ich, sogar OBS, ich weiß es nicht. Aber da habe ich auf jeden Fall was schön abgeliefert. Kaum einer war da. Hinterher haben alle gefragt, ja, wo ist denn die Aufzeichnung? Ah, Oh, Mist, ja, das ist bitter. Ja, das ist echt bitter. Bei mir war es auch, bei dem Talk aufnehmen für die Frontend Developer Love ist es so, die Person spricht am Anfang so ein bisschen mit dir im Sinne von, wie lang es ungefähr wird oder keine Ahnung. Und sie haben auch so zwei Clips vorher aufgenommen, wo man irgendwie einfach nur mal das kurz zusammengefasst hatte oder sich vorgestellt habe. Ich glaube, sie wollen dann mit irgendwas anderes dann schneiden. Und dauert kurz 5 Minuten und dann heißt es, okay, jetzt kannst du deinen Talk machen. Und wenn du fertig bist, dann gehst du einfach. Und die Person ging halt dann auch wieder arbeiten. Und dann ist man, also ich habe das auch im Stehen gemacht. Also ich habe mich hier auch irgendwie alles den Arm rangebastelt und das Mikro rangebastelt, damit ich das auch im Stehen machen kann, damit ich ein bisschen diese Energie habe. Da immer geschaut, ob ich irgendwie richtig drücke. Hatte auf dem einen Bildschirm die Übertragung gesehen und auf dem linken Bildschirm, habe ich für Keynote übrigens entschieden, auf dem anderen Bildschirm einfach im Fullscreen Keynote gesehen, Notizen auch alles egal. So, und dann bin ich aber so, war ich so fertig und ich war in diesem Mode. Und dann war ich so fertig und stehe so da. Und ich werde immer noch weiter aufgenommen. Und dann gucke ich so und dann, ja, da ist ja keiner mehr außer mir. Und ich so, kann ich jetzt hier wirklich, also ich habe ja nicht aufgenommen, kann ich jetzt wirklich auf Verlassen drücken oder ist dann. Wo bleibt der Applaus? War so merkwürdig. Ja, ja. Und ich so, kann ich jetzt wirklich gehen? Ist dann alles weg? Soll ich hier noch Stunden warten, ob noch mal jemand kommt? Oder so einfach ganz langsam so aus dem Bild. Nee, so nach unten. So. Yeah. Du hast ja einen Stehtisch, du kannst einfach den Stehtisch noch nur ein bisschen höher stellen, nicht? Dass es über die drüber geht. Perfekt. Okay. Ich bleib jetzt hier. Ja, so perfekter Abgang. Ich finde es ja sehr grandios, Peter, dass du im Hintergrund vor deinem Bild die ganzen Konferenz-Badges aus der Vor-Corona-Zeit hängen hast. Ja. Hast du das geplant für heute oder ist das der reguläre Ausstattung? Nee, das ist da immer so. Das hing vorher hier am Kleiderhaken, aber da kann es ja keiner sehen. Hm. Also ist das da und deswegen auch der Linux-Pinguin, der hat immer mein Namensbadge um. Das kann man zwar nicht erkennen, aber was sehe ich da? Ah, das sind, also erstens einmal siehst du mein Westen und ein Handtuch, aber da siehst du auf der Stehlampe sind auch die ganzen Badges, die dort hängen. Ah, ja. Stehlampe, okay, ich war gerade im Golfschläger unterwegs, alles klar. Nein, das ist... nein, ich bin noch nicht am Golf spielen, aber wer weiß, vielleicht dürstet es mich danach. Ja, mal gucken, ob wir auch Lockdown auf dem Golfplatz kriegen. Wenn das soweit ist, dann wissen wir, dass ernst ist. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar bei uns schon Fall war. Ist komisch, weil es ist ja eigentlich spazieren gehen, ne? Und körperliche Tüchtigung, aber du bist halt in einem abgetrennten Bereich. Keine Ahnung. Ja, und draußen und wahrscheinlich bist du relativ wohlhabend, von daher sollte das eigentlich ja erlaubt sein. Oh, es ist, so lustig, weil es wahr ist. Tjo. Jo. Ja, ich wollte übrigens noch zum Besten geben, dass der Peter und ich, wir waren ja wann war das? Letzte Woche. Letzte Woche, ja. Waren wir bei der CT WebDev und da war das so auch so ein bisschen so wie Vanessa das beschrieben hatte. Ich weiß nicht warum, ich glaube, also dass ich einfach, man nichts Genaues weiß man nicht. So, man weiß, dass man halt sprechen wird. Den Slot erfährt man dann von der Webseite irgendwann, wenn die online ist. Ja, irgendwann meldet sich einer, dass man so einen Technikertermin hat. An dem Tag war das dann erstmal so, ich hatte das war dann schon ein bisschen Zeit vergangen und dann dachte ich, meldet er sich jetzt nicht? Ich habe dann mal reingeguckt, okay, ich soll mich hier irgendwo einwählen. Okay. Aber so 20 Minuten später bin ich auf die Idee gekommen, selber nochmal zu gucken, so was jetzt, musste ich was machen? Dabei habe ich denen meine Telefonnummer und alles geschickt. Und dann
Ah, okay, ich muss das machen. Aber der hat sich auch nicht gewundert, dass ich mich nicht hat keiner sich gemeldet. Dann haben wir 5 Minuten getestet, dann war alles cool. Ja, und dann, genau, dann kam der Konferenztag Nein, und nein, nein, vorher kam noch. vorher kam noch, was kam noch vorher? Ein Abend, während ich eine Suppe gekocht habe, hast du Ach ja ja, einmal ja genau. einen Technik-Check und einen Inhaltscheck vollzogen. Ein, Genau. ein, ein, nach mehreren Audio-Fails ein inhaltliches Feuerwerk abgeballert. Das. Ja, ich habe auch vorher schon, also ich hatte vorher, also wir haben das ja am Montagabend gemacht, weil die war am Dienstag und ich hatte am Freitag den Talk-Probe gehalten auf so einem Open Friday-Event, wo quasi so ein firmeninternes Event, das aber offen für alle ist. Und davor, an dem Freitag, habe ich das auch noch so ein paar hier Twitter-Nerds vorgetragen, um auch so ein bisschen zu gucken, der ist halt neu gewesen, wie liege ich in der Zeit, was ist cool, was ist schlecht und so. Genau, und das hat dann ja, also es gab Audioprobleme, da habe ich neu gebootet, dann war alles cool, dann habe ich den Vortrag dem Peter vorgetragen, alles geil. Und dann habe ich auch nichts mehr angefasst, habe alles gelassen, wie es war, für den nächsten Tag. Am nächsten Tag habe ich nur einmal neu durchgebootet, so weil das ja beim Peter auch geholfen hat. Dachte so, dann ist alles clean. Ja, und dann war ich irgendwann dran und bin dann irgendwie nach 15 Minuten oder 10 Minuten hat mein Audio ausgesetzt. Also ich konnte aber auch nichts, also man konnte mich nicht verstehen. Ich konnte auch niemand anders verstehen. Das ist genau das Setup, was ich hier jetzt auch benutze. Und dann kriegst du natürlich auch erst verspätet mit, weil ja keiner dir was sagen kann und du ja beschäftigt bist. Ich hatte hier den Chat auf der Seite auf, dann guckst du halt ab und zu mal rein und dann merkst du, oh, ich glaube, ich bin irgendwie rausgeflogen. Und dann haben wir noch mal, dann habe ich das Audiosystem gewechselt, nochmal durchgebootet, nochmal guten Anlauf gemacht, wieder das Gleiche. Also, das wäre halt auch nicht passiert, wenn man da den Weg der Voraufzeichnung wahrscheinlich gegangen wäre. Ich finde es halt generell, da sind so einige Points of Failure, die man dann haben kann, ne? Also zum einen eben sowas, dann kann das Internet ja auch mal kaputt gehen. War nicht cool. Ich habe den dann am Wochenende, also dann war es das auch mit dem Vortrag, weil es ging ja dann weiter und dann habe ich den am Wochenende eben aufgezeichnet und dann haben wir den aufgezeichnet nachgereicht. Wie ging es dir so mit dem Aufzeichnen? Also deine Energie in die Kamera projizieren, während du da alleine im kalten, dunklen Raum bist? Ja, ich glaube, also es hat sich nicht so viel anders angefühlt als in der Konferenz, weil auch da, also so du, ich hatte, also die einzige Person, zu der ich einen Bezug hatte, oder die einzigen sind halt eben die, die das moderiert haben, aber so ansonsten hat man genauso in ein schwarzes Loch gesprochen. Also es war Also irgendwie. das macht nichts mit dir, dass du weißt, dass da jetzt gerade, wie zum Beispiel in unserem Fall hier jetzt, Unmengen an Menschen zuhören. Also ich fand es jetzt nicht so entscheidend unterschiedlich. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es gar nichts ausmacht, aber du kannst ja bei der Aufzeichnung dir, da kannst du dir ja genauso vorstellen, dass das, was weiß ich, wie viele Leute sich dann angucken werden. Ja, das ist richtig. Aber ich meine, das macht es trotzdem halt nicht unmittelbarer, ne? Und auf der anderen Seite, als ich mal so ein Aufzeichnungsding gemacht habe, habe ich mir dann hinterher das mal reingezogen, nur um sicherzustellen, dass ich da jetzt keinen groben Unfug rede oder irgendwie so, ne? Also keinen neuen Worst Fail, der dann auf ewig im Internet ist, produziere. Da möchte ich gerne, dass das, was da aktuell als Schlimmstes steht, auch so bleibt. Aha, was ist das denn? Nein. Und dann dachte ich mir halt eben, meine Güte, wenn du da jetzt schon diese ganze Mühe machst und du hast jetzt dieses Videoprodukt da, dann könnte man ja, dann ist man ja nur einen Schritt im Prinzip oder ein paar weitere Produktionsschritte davon entfernt, dann da auch noch im Prinzip ein bisschen Post-Production dran zu machen. Und dann könntest du ja gleich ein dann auch zurechtgeschnittenes, mit den besten Takes versehenes, kleines YouTube-Video draus machen. Und da hättest du halt wirklich ein runderes Ding. Ich meine, wenn es sowieso am Ende höchstwahrscheinlich irgendwie zeitsouverän konsumiert wird und du es dann auch zeitsouverän produzierst, denke ich mir halt immer, dann kann man doch eigentlich noch den letzten Schritt machen und das dann zum schönen kleinen Filmchen machen, statt zu einem Vortrag. Weil das ist ja letztlich nichts weiter als die
wenn wir jetzt mal brutal sind, ist das ja im Prinzip die Simulation eines Live-Vortrags. Du sprichst es zwar live ein, es wird dann aber irgendwie zeitsouverän konsumiert. Und abgesehen davon, dass sich beide Seiten darauf verständigt haben, so zu tun, als ob, ist das ja nicht mehr wirklich das Ding. Ja, ja klar, kann man machen. Ich glaube, also Audioschnitt ist ja schon Arbeit, Videoschnitt ist halt noch mehr Arbeit. Ich weiß nicht, ich habe dann da keine, also das muss nicht perfekt sein, das muss einfach gut sein und ich glaube, da würde ich jetzt nicht rumschnippeln, um, weiß ich nicht, aus verschiedenen Takes irgendwie so ein Best-of zusammenzuschustern. Nee, das auch nicht. Also da muss ich jetzt auch sagen, da ist in meinem Kopf jetzt ein Teil Metaphysik am Start, von wegen ist das überhaupt ein echter Talk, wenn es beidseitig zeitsouverän ist. Und auf der anderen Seite halt eben so der Gedanke, okay, ich produziere jetzt hier was, indem ich mich halt irgendwie hinsetze und ein Videofile produziere. Warum produziere ich dann nicht in der gleichen Zeit, die mir gegeben ist, das bestmögliche Videofile mit ein bisschen mehr Arbeit dran? Man muss ja kein großes Schnittwerk machen, aber man müsste halt vielleicht zum Beispiel sich halt überlegen, nicht wie man es bei einem Talk normalerweise macht, dass man seine internen Bullet Points hat und die halt eben einigermaßen flüssig abarbeitet, sondern dass man halt eventuell hingeht und die auch wirklich in ein Skript gießt, da muss man jetzt auch nicht 17 Drafts draus machen, aber halt einfach nur so, dass da Satz auf Satz auf Satz nahtlos anschließt. Ja, das ist ja einigen gegeben, das ohnehin auch so runterzureden, anderen halt eben nicht. Und ich denke halt eben, es wäre halt relativ wenig Mehraufwand, um dann hinterher etwas zu haben, was es eventuell dann der ewigen Ruhe im Videoarchiv auf ewig abrufbar, was da vielleicht irgendwie eher reingehört, so als Artefakt, das ich da hinterlasse. Ne? Weil wenn ich irgendwie live auf der Bühne stehe und da halt eben einen neuen Worst Case produziere, okay, ja, passiert, Live-Situation. Aber warum soll ich sozusagen ein Live-Produkt machen, wenn ich doch eigentlich auch ein anderes machen könnte, irgendwie so? Mhm, klar. Kann man machen, ja. Ich sage nicht, dass man das machen kann oder sollte oder tut. Das ist nur so, was durch meinen Kopf da gerattert ist, als ich dieses eine spezielle Ding gemacht habe, das war irgendwie im April oder so, das ist schon gar nicht mehr wahr. Ja. Ja, ich glaube, die Vanessa muss los, ne? Die Vanessa hatte den internen Chat geschrieben. Nicht, dass der Chef Zugang auf meinen Kalender hat oder weiß, was ich so tue. Aber genau, ich schleiche mich raus. Jetzt schleiche ich mich mehr. Eigentlich wollte ich mich so ganz langsam da rausschleichen. Jetzt muss ich doch nochmal sprechen. Du wolltest von daher unten wegsinken, richtig? Ja, ich kann das nicht machen. Kann ich den Stuhl hier noch tiefer stellen? Warte mal. Nee, der ist schon. Oder ganz den Tisch hochfahren. Du hast so ein Standing Desk. Ich habe keinen Standing Desk. Ach so, okay. Ich dachte, du hättest sowas. Ah, okay. Dann könntest du einfach auf den Knopf drücken. Weißt du, dann wäre das quasi umgekehrt. Das ist der alte Wohnzimmertisch. Okay. Weil diese ganzen Schreie. Das heißt, du machst den Mikro. Verstehst du? Ja, okay. Den kann ich hoch und runter stellen. Und wenn ich jetzt nochmal ganz rumdrehe, Moment, da muss ich mal die E-Mail auf einem anderen Bildschirm wegtun. Dann. ich kann das nicht so mal drehen. So, da ist ein Bildschirm. Ja. Und den kann ich so kippen, dass ich den ganz nach hinten gekippt habe. Und dann kann ich so von oben quasi drauf schauen. Und da hatte ich dann mit diesem Ding hier mein Handy dran gemacht und per Bluetooth das Video dann damit gestreamt, damit ich ein gescheites Videobild zumindest hatte. Wow. Weil da an dem Bildschirm ist so ein super, ich meine, der ist 6, 7 Jahre alt, mit der Kamera bin ich einfach, also da bin ich nicht zu sehen auf dem Bild. Wenn ein bisschen Licht von vorne kommt, bin ich nicht mehr auf dem Bild. Das musst du uns erklären, wie du von deinem Handy das Bild auf deinen Rechner gebracht hast, weil Epoch Cam. Oder wenn du auf Android unterwegs bist, Droid Cam, kann das auch per USB. Okay. Mhm. Ja, nur nebenbei laden vielleicht wäre gut, damit dann das Handy nicht ausgeht beim eine Stunde Bluetooth-Videos. Und vielleicht jetzt nicht, während die gerade streamen, mir so eine Software runterladen. Ne? Wieso, du streamst doch nicht mit deinem Handy. Nein, das nicht, aber wir sind im gleichen WLAN. Ja, aber nicht. WLAN am Land, sorry. Das ist eine Dateneinbahn. Das geht ja nicht anders. Wir sind doch in der Live-Situation. Komm hier, YOLO. Ja, ja. Genau. Ist das bei euch auch so, dass die anderen gerade nicht telefonieren können bei dir? Weil du im Internet bist? Ja. Du musst aus dem Internet. Du musst die Mutter anrufen. Ja, genau. Ohne Blödsinn. Das ist mir tatsächlich mal passiert, wo meine Frau im unteren Stock Asien ins Internet verbunden hat.
Aber das Problem war, dass wir haben zwei WLAN-Empfänger, nicht an oben, an unten. Ne? Und sie hat sich im unteren Stock mit dem oberen verbunden und das geht halt gerade halt. Ne? Aber tatsächlich versucht ständig der Router das angehängte Gerät zu erfassen, beziehungsweise das angehängte Gerät versucht die SSID zu erfassen. Das heißt, die pingen die ganze Zeit hin und her und wollen versuchen, dass die Verbindung aufrechterhalten. Und das hat bei mir den Durchsatz so gesunken. Also das war Katastrophen. Da bin ich energisch runtergelaufen und gesagt, bitte WLAN wechseln, und bin energisch wieder raufgelaufen. Das kann schon passieren. Okay. Epochcam. Das kostet Vanessa. Was. Bisschen. Schönen Abend, genau. Es ist ein typischer Entwickler. Kostet ja 5 Euro. Ja was. Jemand verkauft Software für Geld. Das ist eine Frechheit. Was bilden Sie denn ein? Ich meine, Coding ist doch Ihr Hobby. Okay. Also David, das war zum Donnerstag. Das nächste Mal übrigens nehme ich mir Cookies zur Cookie Bar mit, weil ich war sehr traurig, dass wir keine Cookies hatten. Das stimmt, ja. Ja. Ja, okay, das ist das erste Mal, ne? Ja, beim nächsten Mal sind wir besser vorbereitet mit Cookies. Wir sind sehr kekslos. Das ist eigentlich sehr, das ist, ja. Schon kekslos. Da trage ich uns gern schierig ein. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye-bye. Tschüss, Zuschauer und Zuschauerinnen. Macht's gut. Chef, du hast doch auch eine dicke Kamera und nicht eine normale Webcam, oder? Da habe ich doch irgendwas Korrekt. Auf dem Bild gesehen. Ja, ich habe hier eine alte Canon Spiegelreflex. Die, genau, einziger Nachteil ist, dass die natürlich, also durch ihre schiere Größe, kannst du die nicht irgendwie am Bildschirm befestigen. Deswegen hast du halt so ein bisschen so ein von der Seite Ding. Also die Cam, die ich da habe, das ist die Standard Mac Cam, aber bei meinem Gerät ist sie nochmal extra schlecht. Ja, ich habe jetzt dann, ich werde versuchen, beim nächsten Mal mit einer besseren zu kommen. Weil die am neuen ist viel, viel besser. Die da ist eine Katastrophe. Mit der kann ich nichts anfangen. Aber was ich machen kann, haha, wo haben wir es denn? Das mache ich mittlerweile immer bei Code-Reviews und bei Sprint-Reviews. Mhm. Ich mache so einen Blödsinn, ne? Sowas wie. Ah, ja, das ist nicht schlecht. Aber wenigstens kannst du das wieder ausstellen. Ja. Nicht so wie gewisse Anwälte. Ist herrlich, oder gibt's coole Geschichten. Das ist sehr Metal, sehr schön. Ja, na, also mein Sohn hat die größte Freude damit. Das stundenlang geht das. Und vor allem das da der Donut. Oh, ich bin ein Donut. Ja, sorry. Das ist, sehr doch, gut. Das ist doch schon recht Cookie-Bar-mäßig. Das ist doch super. Cool. Und das ist hier ein Zoom-Feature oder hast du OBS am Start? Oder das ist die Snapcam. Wahrscheinlich freuen sich jetzt gerade irgendwelche Amerikaner total, dass sie meine gesamten Privatdaten haben, während ich das Ding ausführe. Ja. Aber hey, mein Sohn war eine Stunde beschäftigt. Also ist total wert. Ja, perfekt. Cool. Naja, nächstes Mal kannst du ja dann Epoch. Ja, das werde ich wirklich ausprobieren, weil ich habe mir jetzt so einen Greifarm gekauft mit Ringlicht und wo er Kamera befestigen kann, und ich habe schon ein paar Kameras jetzt ausprobiert. Da werde ich mir sicher, also die Epochcam, das klingt noch einer guten Idee, beziehungsweise ich habe auf meinem neuen MacBook eine bessere Kamera drauf, dann werde ich das verwenden. Mal schauen. Ich wollte noch ganz kurz eine Geschichte erzählen, weil wir gerade über Worst Cases und Fails geredet haben. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man das gesamte Fenster teilt bei so einer Streaming-Software oder nur ein Fenster, also entweder den gesamten Desktop oder nur ein Fenster. Ja. Und das Blöde ist, wenn du bei so einem Stream vergisst, dass du jetzt nicht nur ein Fenster teilst statt dem gesamten Screen, und du dann so einen breiten, nicht ultraweit curved Desktop-Screen hast, nicht, den du halt, also wenn du das in so einem YouTube-Stream wieder siehst, ist es quasi so ein dezenter Balken in der Mitte. Ne? Und noch viel blöder ist, wenn du dort zwei Fenster offen hast, nämlich eins das Fenster, wo du live reincodest, und das andere, das du als Schummizettel nimmst und wo du mitliest, ne? Was ja quasi für die Audience während des Streams sehr, sehr, sehr komisch ist, wenn du während der Sprecher schreibt,
oder die Sprecherin schreibt, du nebenbei eigentlich eh schon siehst, was passiert. Und ja, das ist natürlich unglücklich gelaufen. Ja, sehr, ja. Das ist, also das war leider, weil sowas cool ist, war ein beeindruckender Vortrag, aber richtig coole Sachen. Aber dadurch, dass es der gesamte Ultra-Widescreen war, war das so winzig, winzig klein zum Lesen. Hm. Und halt die Dramaturgie war halt beim Teufel. Ja. Ja, mein Vortrag war ja auch so ähnlich, aber weil ich halt hier zwei Bildschirme hatte, habe ich eben den einen geteilt und den auf dem anderen hatte ich dann die so mein Skript drauf. Nee, ich wollte gerade sagen, wie kann man mit weniger als drei Bildschirmen leben? Also einen zum Teilen, einen für Skript oder und sonstiges Gebimsel, das man nebenher machen muss und eins für, da ist der Chat drin. Ja, für den Chat hatte ich nun meinen alten Laptop dann hier an den Start gebracht. Aber eigentlich, also ich bin ja, also früher hatte ich auch zwei Bildschirme und hast nicht gesehen und irgendwann, was mir da total auf den Keks gegangen ist, ist, wenn ich dann mal unterwegs war, dann stirbt man immer so halb, weil man ja nicht zwei Bildschirme hat und ich kann überhaupt nicht, wie soll ich hier arbeiten und ich habe keine, ohne Maus und ohne Tastatur und so und deswegen bin ich mittlerweile total spartanisch wieder geworden und code halt alles immer, auch wenn ich zu Hause bin, auf meinem 13-Zoll Notebook und ohne Peripherie dran. Okay. Und dann, wenn ich dann aber unterwegs bin, dann habe ich quasi auch meinen Arbeitsplatz dabei, wie ich ihn kenne. Das ist halt nur Gewöhnungssache. Ich nehme mittlerweile das immer fast regelmäßig mit. Ich habe einen Rucksack, wo das reinpasst und das ist ultra leicht, das Keyboard, weil ohne externe Tastatur geht eigentlich gar nichts mehr bei mir. Also ich hasse Laptop-Tastaturen. Wobei die neue habe ich noch nicht ausprobiert, die ist glaube ich recht cool. Und das, also wie gesagt, das ist federleicht und weißt du, meine ganzen Kollegen, weißt du, die haben diese customizable mechanischen Tastaturen, wo du klingst wie bei einer Schreibmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg und stehen total drauf und die denken mir, erstens sind sie schwer und laut und also du willst nicht in ein Büro reingehen und der Elefantenherde beim Laufen hören. Das ist leise. Die ist leise, die ist leicht, die ist cool, die kann man in den Rucksack packen und ich habe es überall dabei. Und sie hat auch nur einen Block. Ja. Ganz wichtig. Aber wenn du sie nicht dabei hast, dann bist du aufgeschmissen. Oder nein, das geht nicht. Also ich kann mit der neuen Tastatur mittlerweile gut arbeiten. Aber so ein kleiner Fun-Fact. Wisst ihr warum in C-Sprachen oder C-ähnlichen Sprachen /Stern der Kommentar ist? Ich weiß nicht, warum es das ist, aber ich weiß, dass der Grund aus dem Jahre 1971 kommt. Weil sie am Nummernblock nebeneinander sind. Ah. Das heißt, du kannst einfach mit zwei Fingern Kommentare starten. Das ist natürlich cool. Das ist mir gerade aufgefallen, weißt du es hier? Ich glaube, das ist das, was die Kids einen Lifehack nennen. Ja, ich musste übrigens noch was anderes bei meinem Vortrag machen, weil ich habe ja jetzt also einen Kunde von mir, der macht so die eher delikate Sachen. Und wenn man dann die quasi so Autovervollständigung im Browser hat und irgendwelche Links und Bookmarks liegen hat, gerade, also so bei euch hätte ich ja jetzt weniger Schmerzen mit, aber bei so einer Corporate, bei so einer seriösen Konferenz, da kannst du ja so ein Risiko nicht eingehen, dass du irgendwie dich vertippst und ein autovervollständiges Ding da aufgeht. Und da habe ich dann extra einen eigenen Vortragsaccount dann auch da drin, also auf meiner Maschine, dann eben blank ist. Das ist eine sehr gute Idee, ja. Also dann hast du halt auch keinen Slack, also klar, du kannst dann denken, dass du es zumachst, aber dann hast du keinen Slack und andere Messenger, die dann zwischendrin aufgehen, weil du es vergessen hast zuzumachen und so. Und ich konnte mir dann im Browser natürlich auch so ein bisschen optimiert für den Vortrag so Bookmarks ablegen, die ich dann eben irgendwann im Laufe des Vortrags brauche. Ja. Ja. Das ist auch ein Muss. Allein schon mein persönlicher Lieblingsfail war irgendwie, dass irgendwie Notifications an waren. Irgendein Konferenzvortrag mit dem Laptop, nur ein Bildschirm. Und dann kam da so die Notification von irgendwie Rechtsanwalt Kanzlei schieß mich tot, betreff ihr Verfahren, während ich da was über JavaScript erzählt. Ja, oder jemand mit, also weißt du, wenn man so einen gewissen Humor pflegt mit anderen Leuten und dann ploppt das da auf, das ist dann auch manchmal nicht immer optimal. Ja, das ist es. Also ich glaube, wir können zum Thema Remote-Konferenzen festhalten. Ich denke mal, das ist noch nicht zu Ende entwickelt. Da hat die Menschheit noch nicht den goldenen Weg gefunden.
Ja, aber ich finde es auf jeden Fall, ich finde es gut, das kann ruhig bleiben, also so flankiert. Ich denke es auch, das sehe wird ich am auch so. Ende irgendwie eine Synthese geben mit so Online- und Offline-Anteilen. Das gab es ja früher sowieso auch schon mal so ansatzweise, aber noch nie so richtig. Und das könnte halt eben sich jetzt durchschlagen. Und ich glaube halt eben für die, die halt sich online einklinken, haben wir halt in Zukunft bessere Technik, schnelleres Internet, bessere Kameras und halt eben auch die passenden Formate. Und ich glaube, da ist noch die meiste Arbeit auf jetzt so unsererseits als wir, die wir da öfter mal was vortragen. Da müssen wir noch mal ein bisschen konzeptionell beigehen, würde ich sagen. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, der interne Chat als kleines Leak hier an die Öffentlichkeit ist voll von Menschen, die sich um Kinder kümmern müssen. Und ich weiß, habe auf dem Telefon auch schon neueste Katzennachrichten bekommen, dass ich gefragt bin. Wir haben jetzt Katze Nummer 3 und die zusammenzuführen, ist immer so ein bisschen Arbeit, die gerade läuft. Da muss ich Okay, hier mit also aufpassen. den Cat-Content, den du aufs Handy kriegst, ist ja komplett anderer als wie den die ganze andere Welt aufs Handy kriegt. Naja, das sind keine süß guckenden Kätzchen, das sind Kätzchen, die sich sehr misstrauisch beäugen. Angespannte diplomatische Ja, Beziehung. cool. Ja, cool. Ansonsten können wir vielleicht nochmal sagen, also hier dieses Format, das wollen wir jetzt ja immer mal wieder machen. Genau. Und genau, einfach mal unseren Twitter Stream verfolgen. Hey, und unsere Newsletter, ne? Genau. Workshopcraft.de/Newsletter. Ganz neu, ganz heiß, hot off the presses sozusagen. Wöchentliche Fundstücksammlung, so was Working Draft früher war, so eine Linkschleuder, das halt jetzt als E-Mail direkt in eure Inbox oder halt eben auch zum Lesen auf so einer hübschen Webseite. Ganz, ganz neu. Alles klar. Wie sagt man dann Like und Subscribe? Ja, Auf jeden Fall. like und subscribe und man muss ja diese Bell hitten, Ja, wie. und hit the bell, genau. Keine Ahnung. Also für alle Personen draußen, die Isabel und so weiter heißen, es tut mir sehr, sehr leid. Das war jetzt nicht kein persönlicher Angriff. Da geht es eher um die Glocke auf YouTube, als wie um euch. So. Okay, Boomer. Alles klar. Jetzt Dann scheiß vierte Mal, dass ich das die Woche höre jetzt. ist vielleicht was dran. Aber. Okay, dann würde ich Schönen sagen. Abend euch, schönen Abend allen, die uns hier verfolgt haben. Vielen Dank dafür. Und genau, schon mal schönes Wochenende. Genau, Bye tschüssi. bye. Ciao. So, ich schätze mal, jetzt muss ich auf Stream beenden drücken, oder? Hast du das schon Vielleicht. auf YouTube gemacht? Da drücke ich jetzt zuerst drauf. Genau, okay, die sehen auch alle. Hallo. Ich weiß, deswegen sage ich das. That's the joke. Mann. Ich war schon so, oh, endlich ist vorbei. Nice, nice, war cool. Hast du gedruckt?